Ja, hallo, hier ist Michael. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich darüber. Wir machen jetzt gerade mal ein Anlegemanöver an die Boje. Und ich sehe immer wieder bei anderen Schiffen, dass die Boje angefahren wird mit dem Bug gegen den Wind. Ich bin da kein großer Freund von, weil im Bug ist es richtig schwer, die Boje dann hochzuheben, dann einzufällen, die beiden Leinen oder die Leine. Stattdessen mache ich Folgendes, dass ich rückwärts gegen den Wind an die Boje heranfahre und dann die Boje am Heck hochnehme bzw. da die Leinen einfädel und dann letztlich die Yacht so verhole, dass die Boje schließlich vorne ist. Wie das funktioniert, versuche ich dir jetzt zu zeigen im Rahmen meiner beschränkten Möglichkeiten und ja, ich hoffe, dass du davon was lernen kannst. Noch zur Info, das ist nicht das alleinig sichere Manöver. Ich mache es so, das heißt nicht, dass das zwangsläufig immer das geeignete Manöver ist. Wichtig bei dem Manöver ist, dass die Yacht immer in Lee der Boje bleibt. Falls sie nach Luv käme, durch einen drehenden Wind zum Beispiel, sofort neutrale Fahrt und vor allem darauf achten, dass die Verankerung der Boje nicht in den Kiel hineinkommt. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Yacht selber in Lee der Boje bleibt. Und das machen wir jetzt mal. So, wir sind gerade noch vorne noch fest, deswegen werde ich jetzt hier erstmal das Kommando geben. Klar bei Vorleine zum Vieren. So, Vorleine ist klar zum Vieren. Der Wind hat hier ein bisschen gedreht. Er kommt jetzt von Achter aus. Okay, Leinen vieren. Das muss ich erstmal gucken. Habe ich irgendwie ein Hindernis übersehen? Ich gebe leichte Fahrt nach hinten. Leine los! So, Leinen los. Ich mache jetzt schon mal, ich leite eine Wende ein, eine Kurve. Okay. Leine ist los. So, jetzt sehe ich die Boje auch schon vorne, da ist sie. Ich gebe Fahrt voraus. Soll jetzt so eine Übung sein. Kurzen Push nach vorne. So, wir haben Fahrt voraus. Das soll ja jetzt ganz schnell gehen. Deswegen werde ich jetzt mal kurz vorbeifahren an der Boje und um dann danach direkt wieder anzulegen. Guck mal hier, da kommen die Leinen an. So, die wird hinten übergeben. Das ist die erste Leine. Hier kommt direkt die zweite Leine. Nicht neutrale Fahrt, damit ich gar nicht so weit wegkomme von der Boje, die hier vorne schon liegt. Hier, da ist die Boje. Da kommt sie. Jetzt fahre ich langsam zurück. Stoppe auf. Seid ihr bereit? Ja. Sehr schön. Gut. Ich habe langsame Fahrt zwar nach hinten, aber die Yacht bewegt sich immer noch leicht nach vorne. Durch das Trägheitsmoment. So, jetzt nehmen wir Fahrt auf. Und sobald ich merke, dass wir Fahrt aufgenommen haben, nehme ich die Fahrt auch schon wieder raus. Jetzt habe ich neutrale Fahrt drin und versuche die Boje so anzuvisieren, dass sie hinten an der Badeleiter dann ankommt. So, auch hier möglichst langsam mit der Geschwindigkeit. Sollte ich nachher zu stark aufstoppen, würde ich die Boje dann durch das ausströmende Wasser hinten wegtreiben. Das ist natürlich fürs Anlegemanöver schlecht. So, ich mache jetzt langsam Fahrt nach vorne, um die Boje tatsächlich dann, die Kamera ist schief. So, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Ich fahre nochmal nach hinten. Das war jetzt schlecht von mir. Ah, haben wir also noch. Okay. So, die Boje ist jetzt an meiner, am Heck hier vorne. Und jetzt beobachte ich einfach, geh mal mit nach vorne bitte mit der Kamera. Und jetzt beobachte ich einfach, wo die jetzt dahergehen. Wir haben keine Eile bitte, wir haben alle Zeit. Und jetzt mache ich Folgendes. Die Boje ist jetzt ungefähr am Mast, in Höhe des Masts. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich unterstütze die Leute, die Vorschiffscrew, indem ich langsam nach hinten fahre. Die Boje oder die Yacht bewegt sich jetzt von der Boje weg. Jetzt habe ich neutrale Fahrt wieder. So, das Ziel soll jetzt sein, ich möchte ganz gerne
natürlich, dass der Bug sich gegen den Wind ausrichtet. Vorne wird jetzt werden jetzt die beiden Leinen fixiert. Und zwar jeweils eine Leine auf eine Klampe. Das heißt, eine Leine ist für die Backbordseite, die andere für die Steuerbordseite. Das Ende einer Leine wird an der Klampe belegt und das andere Ende wird dichter geholt zunächst und dann auch an der gleichen Klampe belegt. So, wir haben immer noch achterlichen Wind. Jetzt gebe ich leichten Push mal. Na, das reichte, um das Heck hier rüber zu bringen, um deutlicher den Wind von der Seite zu bekommen, damit das Heck wirklich hier rüber gedrückt wird. Also auf keinen Fall, dass wir auf keinen Fall in Luft der Boje sind. Alle Zeit der Welt. Vorne ist alles mehr oder weniger jetzt schon klar. Das sieht alles sehr, sehr gut aus vorne. Ihr könnt das mit der anderen Kamera jetzt wahrscheinlich gleich sehen, wenn ich das richtig zusammenschneide. Und jetzt haben wir ich soll nach hinten fahren, das mache ich ganz kurz. Das war ein Zeichen, das ich von vorne bekommen habe, noch nicht mal ein Kommando. Das war gut. Ich mag es gar nicht, wenn im Hafen geschrien oder laute Kommandos gegeben werden. Das muss alles nicht sein. Zeichensprache reicht völlig aus. So, nochmal Fahrt nach hinten. Neutrale Fahrt, kam das Zeichen gerade. So, das Schiff bewegt sich. So, vorne klar. Beide Leinen sind jetzt vorne klar. Das Zeichen kam rüber. Das heißt, ich kann jetzt hier theoretisch den Motor ausmachen. Ja, das war's wieder für heute. Ich hoffe, das Manöver bringt euch weiter. Ja, es ist wesentlich entspannter, auch bei starkem Wind. Jetzt haben wir natürlich hier fast Laborbedingungen, aber selbst bei starkem Wind funktioniert das tadellos. Unter der Voraussetzung, dass wir hinten den Heckspiegel weit genug unten haben. Sollte das nicht der Fall sein, habe ich halt die Herausforderung, dass das irgendwie anders zu bewerkstelligen. Das war ein Manöver. Es gibt sicherlich noch weitere und andere, die da ähnlich gut funktionieren. Okay, das war's. Ich hoffe, du hattest was daraus gelernt. Denk dran, immer eine Hand weit Wasser unterm Kiel. Alles Gute, dein Michael. Ciao. Vor der Kulisse von Osoach. So, da ist das Ziel. Genau, und jetzt gegensteuern. Links. Sehr gut. Weiter, 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 weiter. So, stopp, das ist jetzt neutrale Fahrt. Weiter nach links. Schauen, anschauen. Stopp. Leute, bei der Ebelschirme haben wir noch einen Motor, die Geschwindigkeit raus. Schneidet die doch zusammen. Ja, ja, natürlich. Weiter nach links. Natürlich, sehr schön. Sehr schön. Nicht zu viel. Jetzt langsam wieder gegensteuern. Du und deine Freundin dann auf den Kauke melden, oder? Ja, und geh und aufstoppen, langsam. Aufstoppen, aufstoppen. Vorwärts, macht ein. Sehr gut.